Man sagt, im Dunkeln ist gut munkeln. Und das tue ich hier gerade mit der Sibyl. In der Folge 16 von Let's Play Bound by Flame. Ich hoffe, es ist Folge 16. Ich habe jetzt nicht mehr nachgezählt oder nachgeschaut. Aber dürfte. Shirk! Kajim! Ach, so ein Viech schon wieder. Bisschen meine neuen Dolche ausprobieren. Boah, ich habe ja jetzt schon wieder neue. Ich finde die Kampfmoves geil, also die haben sie gut animiert. Ich glaube, ich bewege mich jetzt auch schneller. Ich glaube, das war irgend so ein Skillpunkt, dass ich mich mit den Dolchen schneller bewegen kann. Wo geht's da lang? Da muss ich auf jeden Fall nicht lang. Gibt's hier irgendwas zum Looten? Nö. Verdammt. Was sagt denn die Minimap? Ach, erstmal schon wegen neuer Waffe. Imperial Blade. 2 mehr Schaden. Dafür minus 1 Unterbrechung. 13. 15. Was können die Dolche? Minus 5 physischer Schaden. Ne, da sind meine momentanen Dolche besser, aber die könnte ich mal upgraden. Was kann ich denn hernehmen? Gar nichts. Super. Kann ich da was bauen? Physischer Schaden plus 1. Mache ich aber, wenn ich im Dorf bin. Ach, typisch. Das, was ich eigentlich schauen wollte, mache ich nicht. Ich wollte auf die Karte schauen. Ich muss auf jeden Fall da lang. Laut Anzeige. Kommt da bestimmt wieder irgendwo so ein Baumpenis oder so. Thaddeus Tarankel Pflanze. Ne, Thaddeus Tentakel. Baumpenis? Nein. Ah, ich bin schon vorbeigelaufen. Verdammter Orientierungssinn. Wenn du dein Schwert wegsteckst, kannst du leichter klettern. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Die Felsen sehen cool aus. Da wird mir jetzt noch was angezeigt. Was gibt's hier? Sieht gefährlich aus. Ich will's töten. Ah, verdammt, gerade wo ich schleichen wollte. Verflucht seist du mit der... Wow.
Rennen. Bitch. Ach, das war die Königin. Habe ich alles? Okay. Ein Problem weniger. Folgen noch unzählige andere. Geh so lang. Kann ich nicht schleichen? Ah, toll. Wir sind wirklich unauffällig wie eine Horde Krüppel, wie der eine gesagt hat. Leute, zaubern, Mann. Zaubern. Das hier. Alter, hast du gerade mein Vibe kaputt gemacht? Ich mach dich kaputt. Bam. Steh auf und heil mich. Mach das, was du am besten kannst. Du sollst mich heilen. Boah, selbst das kann sie nicht. Unfähiges Personal. Also, ich muss jetzt da lang. Du bist so doof, Mann. Na toll, kein Mana. Ich kümmere mich jetzt natürlich um den Dicken hier. Zauber doch, Mann. Einer weg. Gegen meine Mana-Regeneration muss ich echt mal was machen. Ich muss besser werden. Stirb. Puh. Also das Spiel schafft es wirklich, dass ich Adrenalin spitze hier. Wahnsinn. Spannung pur. Ich hoffe, das Spiel macht bloß genug Quick Games. Quick Saves. Aua. Aua, Mann. Geh kaputt. Was gibt's hier? Na toll, schon wieder entdeckt worden. Na toll. Oh, wie viele Viecher sind denn hier? Thank you.
Da hinten kann ich dir nicht gut helfen. Na super. Oh komm, du mit deinem scheiß Gift. Deswegen habe ich diese Giftresistenz geskillt. Holla, die Waldfee. Wenn sie es einen nicht leicht machen, dann machen sie es aber einen richtig nicht leicht. Ja, du hässliches Drecksvieh. Ah, komm. Deine Kotze kannst für dich bald. Vergessen, ich mach dich fertig, Mann. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Now I just have to take all this back to Sylvan. Okay. Und wieder eine Quest erfolgreich absolviert. Noch was zum Looten? Nicht? Okay. Geil, dann haben wir es geschafft. Erstmal aufleveln. Jetzt tue ich wieder Feuermagie-Skill. Und da läutet wieder das Facebook. Yay. Und die schützenden Flammen. Die waren eigentlich ganz gut, die haben mir gefallen. Müsste ich auch mal mehr einsetzen. Ja, ist schon ein schönes Spiel, muss ich schon sagen. Macht mir Spaß. So, jetzt müssten wir das. Zutaten für das Gegengift für den Prinzen haben. Und. Ja, dann nochmal. Schon mal was Wichtiges erledigt. Ich hoffe, da gibt es viel Kohle. Immerhin ist das ein Prinz. Zwar ein Elbenprinz, das sind ja alles Baumknutscher, aber die werden ja auch Gold haben. Obwohl ich so das Gefühl habe, dass wir das... Wer hätte es geglaubt? Erst in der nächsten Folge sehen werden. Na du, bist du öfters hier? Nee, Scherz. Okay,
Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Bound by Flame.